Lohnt sich Winter Wildcat, Sandro Tonali für 10 Tokens? Diese Frage stellen sich viele von euch und ich werde die euch beantworten, denn soeben habe ich Tonali für 10 Tokens abgeschlossen, damit ihr das nicht machen müsst. Ihr könnt auf entspannt weitere Tokens sammeln und am Ende des Videos bekommt ihr Bescheid, ob sich Tonali lohnt oder nicht. Also stay tuned, bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß beim Review! What up, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich hoffe, ihr seid alle topfit. Freunde, heute haben wir die Winter Wildcat von Sandro Tonali. Der gute Mann ist 181 cm groß, Workrate sind mittelhoch, starke Boosterrechte. Außerdem hat er die 3 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Weak Foot. Die Workrate sind für einen 6 auf jeden Fall top aus. Vor allem die hohe Arbeitsrate in der Defensive. Damit wird er hinten alles dicht machen und wird die Fusion Dully mit nach vorne kommen. Und die 4 Sterne Weak Foot sind auf jeden Fall auch geil, denn damit kann er auch, wenn es sein muss, mit dem Weak Foot schöne Pässe verteilen. Bei den Eigenschaften hat er leider nur Teamspieler, Rest ist für die CPU. Ich persönlich hätte mir noch eine Schusseigenschaft bei Tonali gewünscht. Mit seinem 85 Tempo hat man schon mal einen sehr schnellen 6er, das ist schon mal sehr geil. Die Schusswerte sind nicht die besten, aber auch unwichtig, denn als 6er musst du einfach hinten alles abräumen, aber trotzdem traue ich ihm mit seiner Waldschütze den ein oder anderen Fernschuss zu. Wenn nicht, holt den Ecke raus. Mit den Passwerten sollte er auf jeden Fall sauber und sichere Bälle verteilen, sei es mit dem starken Rechner oder mit dem 4 Schienen Weakfoot. Die Dribbling-Werte, Freunde, schaut euch mal die ersten 4 Werte an und die 9 Ruhe, das ist schon mal richtig geil. Vor allem bei einem 6er und in der Kombination mit seinem Bodytap Unique, lecker. Defensivwerte sind gut und ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Deswegen habe ich ihnen einen Shadow gegeben, damit wir das Maximum aus den Werten rausholen. Und vergiss nicht, Shadow verbessert noch die Tempowerte und die Tempowerte sehen jetzt schon so geil aus. Also ey, bis jetzt hat man einen sehr geilen 6er. Und am Ende haben wir noch die 87 Physis mit 90 Ausdauer. Also Friends, Tonali, eine sehr, sehr geile Karte auf dem Papier. Freunde, in dieser Mannschaft wird Sandro Tonali getestet und die Ingame-Formation, da würde ich immer zwischen der engen Raute und der 5-2-1-2 rotieren und Tonali wird natürlich als 6er spielen. Also, wir gehen ins erste Game. Here we go! Komm, Tonali, das ist deiner. Und. Komm, Tonali. Komm, wie schnell der ist. Guck mal, der ist überall. Und zack. Wir haben den Ball erobert. Und jetzt der Ball direkt zu Verde. Und der Ball zu Tonali. Er hat noch den Ball. Boah, wow, was ein Dribbling. Jetzt der Ball zu Di Maria. Di Maria. Nein, schade. Und sehr schöner Obert von Tonali. Der passt direkt zu Chiesa. Und schöner Ball. Komm, Di Maria, Lüpfin. Ja, Digga, das 1-1. Schöner Obert von Tonali. Direkt der Ball zu Chiesa. Und bam, Konter, Tor. So schnell geht das. Schön von Tonali durchgesetzt. Und der Ball zu Chiesa. Chiesa macht ihn rein. Schöner Assist, Mann. Sehr, sehr schöner Assist. Und ich schicke den Ball zu Tonali. Tonali jetzt mit dem Ball zu Morientes. Der kam sehr, sehr lecker an. Morientes. Und der zweite Assist von Tonali. Ey, ohne Scheiß. Einfach ein defensiver Spielmacher, ne? Oh, schnell Tonali ist, Mann. Der Gegner weiß doch gar nicht, wie er abspielen soll, ne? Guck mal, guck mal. Und schön den Körper eingesetzt. Da ist er. Maschine, Digga. Maschine, Digga. Man kann den Gegner so unter Pressure setzen, ne? Maschine, Digga. Einfach die Passwege zustellen mit Tonali. Und die restlichen Spieler mit deren CPU schnappen sich den Ball schon. Und langer Ball zum Orientes. Der war clean. Der war clean. Lüpfen rein, Bro. Lüpfen rein. GG's. Sandro, direkter Ball zu Morientes. Macht er ihn. Und zweite Minute, erster Scorer. GG's. Und sehr schönen Ball weggenommen von Lauti. Der Pass war eben nicht gut, aber korrigierte wieder seinen Fehler. Okay, Bonucci hat das gemacht. Doppelpass. Tonali geht in den Lauf. Auch ein Doppelpass. Tonali. Jetzt der Ball zu Morientes. Orientes legt ihn ab. Och Mensch, der hätte ankommen müssen. Das wäre das 2-0. Sandro. Komm, wir gehen nach vorne. Sandro. Sandro, Sandro, Sandro. Flanke und
Boah, was ein Tor, Mann. Was eine Flanke. Wir haben das 2-2 gemacht und zweiter Assist von Denali. Sandro. Der Ball zu Morientes. Morientes, Langeck. Boah, zum Glück. Mit Glück ist er noch irgendwie reingegangen wegen seiner Schusskraft, aber GG's. Schöne Grätsche von Tonali, Mann. Sehr schön, Tonali. Aber den Ball hat er noch nicht bekommen. Du bist ein gestört und da hat er ihn. Sehr stark von ihm. Jetzt, langer Ball. Er kommt sehr gut an. Mach ihn. Boah. Boah, stark, Digga. Der Ball zu Tonali. Sandro. Sandro. Und Fernschuss. Abo. Abo, Friends. Davon habe ich halt geredet, ne? Jetzt ja, schickt den Ball zu Tonali. Tonali, Doppelpass mit Dodo. Und er überläuft. Sehr schön. Komm, Flanke. Leider kein Tor. Aber schöne Flanke. Schöne Grätsche von Tonali. Komm, Werde. Schick den Ball zu Orientes. Oh no. Wäre der Ball angekommen, dann hätten wir zu 99% ein Tor. Sehr schön, Tonali. Tonali. Jetzt aber zu Werde. Sehr schön wieder abgefangen von Sandro. Er ist überall, Mann. Sandro. Sandro. Sandro, jetzt der Ball, schade, Mann. Kurz und knackig, Friends. Sandro Tonali hat sich mit dem Shadow echt schnell angefühlt. Sei es beim Überlaufen oder Überholen der Gegner. Vor allem seine R2-L2-Läufe, wo man kontrolliert läuft. Die haben sich in der Defensive sehr, sehr schnell angefühlt. Man konnte sehr schnell den Gegner zudecken oder die Passwege zustellen. Und damit habe ich sehr viele Bälle abgefangen. Und das hat sich schon in-game wie ein Cheat angefühlt. Die Schüsse von ihm sind nicht die allerbesten, da er 74 Abschluss hat. Aber ich kann euch eins sagen. Man kann schon in manchen Momenten einen Außenrissschuss aus der Defensive raushauen. Die kommen schon gut aufs Tor, aber jetzt nicht full spammen. Viel besser wäre es, wenn man seine Passwerte ausnutzt, weil die sind super. Das heißt, der kurze oder lange Pass, sei es mit dem starken rechten oder mit dem vierten Weakfoot, die würde ich halt ausnutzen und am besten den Ball zu einem offensiven Mann schicken, sodass die den Ball reinballern können. Und ihr habt ja gesehen, ich habe sehr viele Assists mit dem Tonali gesammelt. Am Ball hat sich das Dribbling von Tonali gut angefühlt. Die Werte kamen meistens so rüber, wie es auf dem Papier steht. Aber eins war ein bisschen komisch, und zwar, dass er sich einige Momente so angefühlt hat, als wäre er so fett. Wisst ihr, was ich meine? Sein Bodytape ist unique, aber es hat sich so ab und zu angefühlt, als wäre das eine Mischung aus Average und High on Average. Versteht ihr? Aber ich glaube, es lag wahrscheinlich an den Servern, also ich will daraus kein großes Ding machen. Kommen wir zu den Defensive-Werten. Mit dem Shadow war er in der Defensive eine Mauer. Also in 1 gegen 1 Duellen war er auf jeden Fall ein richtiger Türsteher. Keiner kam an ihm vorbei. Der hat gegrätscht, der hat die Gegner gestoppt, die Bälle abgefangen. Egal, worauf es ankam, Tonali hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht und hat sogar meistens aus der Defensive einen Konter eingeleitet und wir haben ja gesehen, was für Assist er auf jeden Fall gesammelt hat. Seine Physis, dazu kann ich euch eins sagen, er ist auf jeden Fall stabil. Er ist stramm, er kann aber auch weggedrückt werden. Aber das Gute ist, durch seine 89 Balance verliert er ein bisschen sein Gleichgewicht, aber er steht noch. Versteht ihr, er wird nicht weggedrückt und fällt 3 Meter weg, sondern er ist stabil, wird ein bisschen so wackelig, aber er hat noch den Ball und sichert den auf jeden Fall, also top. Okay, Friends, lohnen sich die 10 Tokens für Winter Wildcat Sandro Tonali? Also, falls ihr einen 6 aus der Serie sucht, der schnell ist, in der Defensive wie ein Türsteher ist und sogar sehr schöne Bälle verteilen kann, sodass er sich in-game wie ein 10er in der Defensive anfühlt, dann ist auf jeden Fall Tonali der richtige Mann für euch. Für 10 Tokens ist er auf jeden Fall ein Stil und diejenigen, die Tonali in den vergangenen FIFAs gespielt haben, wissen, was für ein Biest er immer war, und jetzt ist das seine erste Special-Karte. Von daher, mit 10 Tokens würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. So, Freunde, eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Was macht ihr mit euren Tokens? Werdet ihr Tonali abschließen und wer ist euer aktueller 6er? Das könnt ihr natürlich in den Kommentaren reinschreiben. Und für den Algorithmus wäre es wichtig, wenn ihr ein Like da lässt. Das würde mir und meinem Kanal helfen für den Wachstum. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr immer up to date bleibt, damit ihr einfach nichts verpasst, sobald ein Review oder ein Stream online ist. Bis dahin, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Mo aka Mosey. Ciao, ciao.